schönen guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ja, wir haben Ostersonntag, jetzt sind es 8 Uhr. Frühstück gibt es gleich. Osterfrühstück. Ja, ich wollte eigentlich nur noch ein paar Grüße loswerden. Ostergrüße. Bleibt gesund. Und ja, meine Tour, meine Ostertour fiel ja leider ins Wasser. Durch Corona. Aber ich zeige euch das jetzt mal, was eigentlich meine Ostertour gewesen wäre. Ich zeige euch das jetzt mal auf dem Handy. Ja, das wäre meine Ostertour gewesen. Von der Schweiz Chur ins Saarland nach Heigenwald. 5-Tagestour über Meiershöfen, wo ich dann noch zum Uli gefahren wäre, wäre noch vielleicht so 2 Tage oder so beim Uli geblieben und wäre dann weitergefahren nach Heiligenwald zu meiner Familie und hätte mit denen dann ein schönes Osterfest haben können, aber leider durch die Corona-Krise war dies ja nicht möglich. Ja. Meiershöfen wäre dann so eine Zwischenstation gewesen für mich. Wäre ich zum Uli noch ein paar Tage gegangen. Wäre von Uli aus dann weitergefahren Richtung Saarland nach Heigenwald zu meiner Familie. Und wäre da gestern dann eigentlich angekommen und hätte dann mit denen heute ein schönes Osterfest haben können. Aber leider durch die Corona-Krise ist das ja nicht möglich. Man muss ja zu Hause bleiben. Also können wir ja die Tour nicht fahren. Ja, konnte ich sie halt nicht fahren, war ich auch ein bisschen enttäuscht drüber. Aber es ist halt so, das müssen wir jetzt so hinnehmen. Und ja. So, jetzt wünsche ich euch ein schönes Osterfest und schöne Ostertage. Macht das Beste draus, bleibt zu Hause, geht vor der Tür ein bisschen spazieren oder fahrt vor der Tür Fahrrad. So, aber denkt dran, nur mit 2 Männekes, ne? Oder alleine, ist halt die Regel, so ist es halt. Oder wenn eine größere Familie ist, die können auch zusammen Rad fahren und zusammen spazieren gehen, ist ja klar. Ja, so, und dann sage ich mal bis zum nächsten Video und an die MTB und Tour bitte noch weiter abonnieren, ich freue mich über jeden Abonnenten. Mittlerweile 171. Danke, Dankeschön. Freue ich mich riesig drüber. Abonniert mich weiter. Ich wünsche euch schöne Ostertage und einen schönen Ostersonntag. Euer Andi, MTB und Tour.